Was hab ich lang gewartet, damit unser 100. Part Super Mario Odyssey nochmal was richtig Besonderes wird. Aber Nintendo kündigt einfach keine DLCs an. Stattdessen gibt es jetzt sogar schon DLCs für einen Port. Ja, extra Level für Captain Toad Treasure Tracker. Ich freue mich zwar drüber, aber warum man das erfolgreichste Switch-Spiel, zumindest Stand jetzt, Super Smash Bros. Wird es wahrscheinlich irgendwann überholen, aber Stand jetzt ist Super Mario Odyssey das erfolgreichste Switch-Spiel und warum man dafür keine DLCs ankündigt, geht nicht in meinen Kopf. Es sei denn, man arbeitet bereits an einem zweiten Teil und deshalb werde ich fortan jegliche Hoffnung in Super Mario Odyssey 2 setzen. Wer weiß, vielleicht kriegen wir ja schon auf der diesjährigen E3 einen Trailer dazu. Ansonsten wahrscheinlich nächstes Jahr. Aber ich bin mir sicher, in irgendeiner Weise wird noch was zu Mario Odyssey kommen. Nur der erste Teil ist, denke ich, jetzt beendet. Denn auch die Social-Media-Kunst ist am Ende. Wir werden die restlichen drei Hinweiskünste heute suchen und die letzten beiden Kostüme anschauen. Da haben wir einmal 8-Bit-Mario-Mütze und Weihnachtsmütze sowie Weihnachtsoutfit. Ja, daran sieht man, dass das Video durchaus auch hätte früher kommen können, aber wie gesagt, ich habe extra abgewartet, ob dann nicht in einer Nintendo Direct noch eine schöne Ankündigung kommt. Leider nein. Naja, nichtsdestotrotz, ich freue mich, suchen wir den Stuff. Damit wir die Aufgaben auch schön lösen können, schnappen wir uns hier aus dem Shop die neuesten Utensilien. Ist ja sogar recht billig. Ja, wobei. Hier zocken sie dann ab. Aber gut. 500 für die Weihnachtsmütze. Diese Kopfbedeckung ist besonders in der kalten Jahreszeit bei den Kleinsten äußerst beliebt. Ja, aktuell ist es nicht mehr so kalt. Ich nehme das ja Ende Februar auf. Aber kann auf jeden Fall nicht schaden, dennoch ein Mützchen überzuziehen. Das hier ist vielleicht schon wieder ein bisschen too much. Und Weihnachten ist auch vorbei. Aber damit fällst du wenigstens in der Innenstadt auf. Weihnachtsoutfit. Das Einzige, was in diesem Outfit noch fehlt, ist ein großer Sack voll Spielzeug als Accessoire. Spielzeug? Wenn dann Spiele. Hallo? Haufenweise Nintendo-Games sollten da drin sein in dem Sack. Wie dem auch sei. Vielleicht bekommt ihr ja irgendwann Besuch von Weihnachtsmann Mario. Allein dieser Bart. Eigentlich ist es ja ein Doppelbart, ne? Ich finde, das sieht voll seltsam aus, aber der Rest ist ganz cool. Die Augenbrauen. Habt ihr die weißen Augenbrauen gesehen? Das ist ja mal mega. I like that. Und wirklich, der Mantel ist auch geil. Naja, aber ich bin natürlich nicht ohne Grund hier im Pilzkönigreich. Wir haben die erste Hinweiskunst zu lösen. Und diese befindet sich meiner Meinung nach hier im Pilzkönigreich. Wir sind da zwei Bosse. Und die einzige Möglichkeit, diese zwei Bosse in einem Königreich zu finden, ist das Pilzkönigreich. Denn ihr wisst ja, hier gibt es diese Türme mit den Gemälden und dort kann man dann wiederum gegen die Bosse antreten. Ich habe schon nachgeguckt. Der eine befindet sich in diesem Turm hier oben, wo man ja mal die Ranke für erschaffen musste. Ich weiß jetzt nur nicht mehr genau, welcher wo war. Spielt eigentlich auch keine große Rolle, aber ich zeig's euch als Beweis. Hier ist, der aus dem Wooded Kingdom. Und der Wüstenboss, der befindet sich da hinten. Wie auch schon auf der Hinweiskunst zu sehen. Ja, die beiden Türme, die waren da ja markiert, mehr oder weniger. Also zumindest sollte man sie erkennen. Auch zu sehen war eine Mumie, ganz klein, auf dem Bild vom Wüstenboss. Und die kommen, glaube ich, auch nur hier in diesem Kampf vor. Ein weiterer Hinweis darauf, dass man das nur im Pilzkönigreich lösen kann und eben nicht im Wüsten-Kingdom, aber das sollte jedem klar sein. So, und jetzt eben das, was mich ein bisschen beschäftigt hat. Und ja, ich habe mir die Hinweiskunst offcam halt schon ein bisschen genauer angeguckt. Aber als ich das vorhin schon mal abgelaufen bin, bin ich drauf gekommen. Ihr seht ja auf dem Bild mehr oder weniger in der Mitte etwas Seltsames.
Und wenn man sich das hier so anschaut, dann ist es gleich gar nicht mehr so seltsam, sondern macht Sinn. Denn ich finde, dieses kleine Ding, was da eingezeichnet ist auf der Map, also auf der Hinweiskunst, das ist die Treppe. Also zumindest sieht es für mich genauso aus wie die Treppe. Und die ist ungefähr mittig gelegen. Also man kann sagen, hier bei diesem Pumpkinhead Boy. Ne? Ungefähr hier. Und auf Höhe dieser Platte soll sich der Pixel Luigi befinden. Jetzt schauen wir, ob das auch richtig ist. Hier zumindest nicht, aber guck mal. Ah, Millimeter weiter unten. Da haben wir ihn. Ist gar nicht mal so schwer, ne? Wenn du checkst, dass die beiden Türme damit gemeint sind und nicht die Bosse, beziehungsweise dass die Bosse eben nur im Pilzkönigreich beide aufzufinden sind und man dann die Türme ausfindig macht, dann kann man sich schon denken, okay, quasi auf einer imaginären Linie zwischen den beiden Türmen muss sich irgendwo der Pixel Luigi befinden und diese Treppe ist der Anhaltspunkt, der einem dient, um den Pixel Luigi möglichst genau zu lokalisieren. Ist ein kreatives Rätsel, finde ich ganz nice, aber machbar. Weiter zum nächsten. Die vorletzte Hinweiskunst befindet sich eindeutig im Schlemmerland. Das, glaube ich, werdet ihr alle schon herausgefunden haben, oder? Falls nein, dann lösen wir es jetzt gemeinsam. Am besten den Teleportpunkt hier nutzen. Spart man sich einiges zu laufen. Verwandlung holen. Und der Rest ist eigentlich ein Klacks, würde ich mal sagen. Hier hochjumpen. So, und jetzt, ich blende es nochmal ein. Der dritte Pfosten von links. Sprich, hier. Da soll sich der Pixel Luigi befinden. Mal sehen. Und das stimmt auch. Wunderbärchen. War jetzt aber auch sehr einfach, oder? Jeder empfindet die Rätsel ja anders. Wo ich mal gehangen bin, habt ihr geschrieben, nö, war super easy. Und was ich super einfach fand, da sagten dann einige, na, bin ich schon ein bisschen dran gesessen. Wie dem auch sei, ich besorge mir jetzt das letzte Kostüm und dann lösen wir die letzte Hinweiskunst. Übrigens, wusstet ihr, dass zum einjährigen Jubiläum, also am 27. Oktober 2018, bei Pauline der Punk abging? Seht mal hier, ein paar Ausschnitte vom Fest. Wer weiß, vielleicht ist das ja jedes Jahr. Ihr solltet 2019 mal die Augen offen halten. Hallo, ich hätte gerne die 8-Bit-Mario-Mütze. Dieser Hut nimmt uns auf eine Zeitreise mit. Dorthin, wo alles begann. Sehr, sehr nice. Gibt ja auch ein Amiibo in dem Style. Ich glaube, das wird jetzt gleich relativ ähnlich aussehen. Ja. Ist sogar dieselbe Pose, wenn ich mich nicht irre. Das sieht richtig cool aus, wie man sich da fortbewegt. Ey, was zum Teufel? Dieses Rumhüpfen allein. mit dem linken Arm oben. Ja, kann man machen auf jeden Fall. Warum gibt's nicht noch mehr solcher geilen Kostüme, wo Mario sich auch wirklich optisch komplett verändert? Ja, sowas feiere ich am meisten einfach. Mega. Für die letzte Hinweiskunst habe ich mich aber ähnlich wie bei der ersten in der heutigen Folge schon mal vorab informiert. Denn ja, wenn ihr das Bild seht und ich blende es hier jetzt mal ein, dann kann das ja im Prinzip überall sein. Dafür muss man sich nämlich die, ja, Felsen genauer anschauen und dann auf die Hieroglyphen achten. Und die richtige Stelle ist meines Erachtens nach hier. Denn wir sehen ja auf dem Bild einen Stachi, der ist hier zu meiner Linken. Einen Hammerbruder, der ist dort oben. Und einen Kugelwilli, der ist hier. Und unter dem Kugelwilli soll sich der Pixel Luigi befinden. Stimmt das? Ja. Damit wäre der letzte Pixel Luigi gefunden. Wir haben Super Mario Odyssey nun zu 100% durchgespielt, also jetzt wirklich. Und das heißt, Ende im 100. Part. Leute, kann es noch glatter enden? Das ist wirklich
ein rundes, schönes Ende. Klar, am besten wäre es gewesen, hätten wir heute noch mit einem DLC anfangen können. Aber ich bin mir ganz sicher, es kommt Super Mario Odyssey 2 und wir können uns alle drauf freuen. So oder so war dieses Projekt einzigartig, mega spaßig und einfach nur genial. Danke fürs Dabeisein und euren Support. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao.